Las Vegas ist eine Stadt, in der sich die Menschen auf der Straße gerne verkaufen. Ja? Hier ist immer ein unheimliches Gewusel an den Bars und auf den Gehwegen. Und viele kleine Fallen, die man tappen kann. Deswegen nehmen wir sie jetzt mal mit. Einmal quer über den Las Vegas Strip. Früher oder später flaniert jeder Tourist über den Strip. Sehen und gesehen werden ist hier das Motto. Straßenkünstler versuchen, ein paar Touristendollar zu ergattern. Die meisten auf ehrliche Weise, einige aber mit Abzocken. So wie diese vermeintlichen Musiker, die ich entdeckt habe und die hier ihre CDs verteilen. Also man kann es da hinten beobachten. Ja, die beiden Touristen sind ganz eingenommen von dem Hip-Hopper mit seiner Realness, wie man heutzutage sagt. Und das zückt sich schon den Geldbeutel, oder? Dieses windige Straßengeschäft will ich mir aus der Nähe ansehen, aber nicht ohne fachkundige Unterstützung. Ich habe mich mit Ricky Garcia verabredet, einem deutschen Komponisten, Musiker und Musikproduzenten, der hier lebt. Grüß dich, guten Tag. Das ist ja ein Ding, Deutsche hier treffen zu können, die Künstler sind und Musiker. Das ist eine Ausnahmeerscheinung. Du bist seit wie vielen Jahren in Amerika als professioneller Musiker? Als Einwanderer 3 Jahre, okay. Und seit 1,5 Jahren eigentlich hauptsächlich nur in dem Bus. Wirklich? Weil es einfach so viel Spaß macht. Darf ich da mal reingucken? Ja, ja. Das ist hier wirklich dein mobiles Studio, ne? Super, lass mal reingucken. Ricky hat ein Diplom in Rock- und Jazzgitarre und lebt den amerikanischen Traum. In seinem mobilen Studio arbeitet er dort, wo er gebraucht wird oder wo es ihm gefällt. Hier können wir uns nachher die CDs, die wir kaufen, mal anhören und ganz kritisch prüfen, was da wirklich verkauft wird. Für, ich hab's mal eben so raunhören, bis zu 20 Dollar. Das ist ja ein richtiger CD-Preis von früher, ne? Ohne irgendwas gehört zu haben vorher, ne? Ja? Was denkst du, was das ist, was wir da finden? Ich meine, es sind ja irgendwo doch Kollegen, ich wünsche ihnen alles Gute, aber ich fürchte, es ist wahrscheinlich irgendwas aus der Konserve. Mhm. Also die Musik haben sie sich irgendwo im Internet fertig gekauft und ja. Dann wäre es richtig Abzocke, ne? Ein paar schwungvolle Reime drüber und das okay. War's dann wahrscheinlich. Aber okay, lass uns überraschen. Wir Homeboys gehen jetzt auf den Strip. Yo! Zum Glück weiß ich, an welcher Ecke sie versuchen, ihre Musik und das Volk zu bringen. Was geht? Magst du Musik? Woher kommst du, Bro? Deutschland. Guten Tag, wie geht's? Mein Name ist Brooks Lou, Bro. Ich singe, rappe, produziere, ich mache das alles selbst. In meiner Musik stirbt niemand, keine Drogen, alles sauber. Wir arbeiten hier für ein Trinkgeld, Bro. Kannst du was geben? Versuch's mal mit 20, wenn das geht. Gott segne dich. Wenn nicht, gib, was du kannst. Hey, ich bin DJ. Nimm die auf. Das ist alles von dir. Ja, 10 Songs von mir. Wie heißt du? Hey, Pete. Ich kaufe den beiden Männern die CDs ab. Für 20 Dollar je Scheibe. Hoffentlich ist es gut. Ja, Mann, das ist großartiges Zeug. Sehr gut. Folge mir. Noch habe ich die Songs ja nicht hören können. Straßenverkauf ist schon selten, oder? Ja. Außer wenn man performt. Sicher. Also wenn man wirklich sagt, man stellt sich da hin und zeigt auch noch ein bisschen was von seiner Kunst, das wäre zum Beispiel für mich das absolute Minimum. Also da kann man schon mal zugreifen. Also wir natürlich ganz bewusst. Und dann, wenn wir mal in deinem kleinen Studio schauen, was wir da wirklich bekommen für 20 Dollar pro CD. Ja, ich auch. Finden wir auf den Scheiben wirklich selbstproduzierte Songs oder illegalen Abklatsch? Wir haben jetzt die ganze Musik in dein System kopiert, die auf dieser CD von DJ Slimer, so heißt der Kollege, mit einer persönlichen Widmung, finde ich super, für meinen King Peter. Yeah, 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 yeah. Was kann der Mann überhaupt? Wofür habe ich 20 Dollar bezahlt? Wie viele Stücke sind drauf überhaupt? Was kriege ich denn da? Also er hatte 16 Stück. 16 Songs. Von der Menge auch sehr überrascht. Ich bin gespannt. Keep by, keep by. Mal leiser. Das ist so ziemlich gut erkennbar. Echt dasselbe Lied. Schön. Das ist aber nicht sein Lied. Das ist eine andere Hip-Hop-Band.
Einfach drauf kopiert. Schau mal hier, wir haben das gerade gefunden im Internet. Mach mal das nächste Lied an. Ich glaube, das ist nicht das Einzige. Also er klaut unser Geld und die Songs von anderen Künstlern und tut sie auf eine CD. Warte mal. Es ist Snoop Doggy Dogg, ha? Ey, das ist aber jetzt wirklich frech, oder? Also selbst ich als alter Rock'n'Roller kenne Snoop Dogg, okay? Und was der mir da verkauft oder der mir uns, jedem Touristen verkauft, mehrmals am Tag, das ist, ich sag mal, nicht nur eine Lüge, ja, sondern, wenn ich es richtig verstehe, auch illegal. Das ist Diebstahl. Das ist richtig schwerer, eigentlich schwerer Diebstahl. Irgendwo für mich sowieso als Musiker, aber hinzugehen, Musik zu nehmen, zum eigenen Verbrauch, schlimm genug, aber sie dann auch noch für ein paar das Geld auf der Straße zu verkaufen. Und warum, wer will sich mit Snoop Dogg anlegen? Also, der hat ja Nerven. Wer will sich mit uns anlegen? Es geht noch mal zurück auf den Strip. Die Abzocker zur Rede stellen. Wir finden sie im Gewusel. Ich bin Musikfan und hab's mir angehört. Du kopierst hier Songs. Das ist Mucke von anderen Leuten. Nein. Ich hab's gecheckt. Das sind meine Künstler hier. Ich bin der DJ. DJ Slimer. Ich weiß schon. Ich hab's mir trotzdem angehört und gecheckt. Und dann kam raus, da ist Snoop Dogg, der Urheber ist und andere Künstler. Nein, wir benutzen andere Quellen. Oldschool. Für Oldschool-Typen wie euch. Wir lieben Hip-Hop. Hast du Lizenz bezahlt? Ich bezahl für die Rechte, Bro. Nee, die Lizenz für die Musik hier. Das ist Snoop Dogg. Hast du Snoop Dogg bezahlt? Na klar, in den 90ern haben wir in seiner Hütte abgehangen. Ich komme aus derselben Gegend wie er. Das heißt, du kannst es machen? Ja, wenn du dafür bezahlst, kannst du machen, was auch immer du willst mit der Musik. Ich bezweifle, dass er die teuren Nutzungsrechte an der Musik von Snoop Doggy Dogg bezahlt hat. Seine Managerin hilft ihm, scheinbar ist sie auch Rechtsexpertin. Die Musik ist ja nicht zum Verkauf, du hast gespendet und... Wenn ihr es verkauft hättet, wäre es illegal? Würden wir es verkaufen, wäre es illegal. Ja, das sind digitale Medien. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, es wäre ein echtes Album mit deiner eigenen Musik. Nein. Ich rappe nicht, ich singe nicht. Digitale Medien, das ist ein Mixtape. Ja, du produzierst es doch. Ich produziere Musik. Hör auf zu reden. Bevor die Lage eskaliert, geben wir uns lieber geschlagen. Lassen Sie es einfach bleiben. Weil, ich sag mal, in nähere Diskussionen möchte man mit ihm jetzt nicht eintreten und seinen Homies da hinter mir. Das bleibt illegal und nur weil ich das mit einer Spende bedenke und nicht gleich kaufe, macht es das Ganze, glaube ich, nicht legaler. Alligatoren in freier Wildbahn. Das Versprechen lockte Urlauber auf Everglades-Touren. Doch die Echsen sind nicht zu finden. Ich meine, das ist ein Wahnsinnserlebnis, immer noch hier auf dem Boot. Aber eben keine Alligator-Tour. See you later, Alligator.